Hallo, hier ist euer Harzner. Hi. Aus aktuellem Anlass habe ich ein kleines Update für euch. Und zwar habe ich auf heise.de gelesen, dass es einen Sonnenausbruch bzw. eine Sonneneruption gab, und zwar gestern. Sowas kann man relativ schnell sehen. Dabei passieren aber zwei Sachen, nämlich einmal sieht man eine Sonneneruption durch das sichtbare Licht, was mit Lichtgeschwindigkeit bei uns ankommt, zum anderen kommt Material hinterhergeflogen. Das kommt heute und morgen im Laufe des Tages bei uns an und kann auf der einen Seite Polarlichter auslösen, das heißt, wir können vielleicht bis in deutsche Breitengrade Polarlichter sehen. Das andere ist, es kann auch Störungen auslösen, insbesondere GPS oder auch Radio. Dazu wollte ich ein spontanes Video machen, weil es ein aktuelles Thema ist. Mehr Details dazu habe ich im Moment auch nicht, aber es kann an diesem Wochenende dazu kommen, dass es gewisse technische Ausfälle gibt, vor allen Dingen im GPS und Radio, wie ich gehört habe. Hoch, ja. Also das hat nochmal gekracht. Und das war eigentlich auch alles, was ich erstmal noch mitbringen wollte, weil wir das schon mal hatten auf diesem Kanal. Wundert euch also nicht, wenn an diesem Wochenende nicht alles ganz so funktioniert, wie man es erwarten würde. Das war es eigentlich auch schon. Mehr Details dazu kommen vielleicht in einem kleinen Update später. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt heil, Leute. Immer eine schöne Handvoll Luft unterm Hintern.